Damit nochmals ein herzlicher Servus aus der Energie Schwaben Arena in Kaufbeuren zum vierten Playoff-Halbfinalspiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den EC Kassel Huskies. Der ESV Kaufbeuren in Rot von links nach rechts, die Huskies in Weiß von rechts nach links. Alex Thiel spielt erstmals die Scheibe tief. Seigo. Jetzt Platz für Alroth, legt ab auf Spitzner. Wird die Scheibe und dann bringt er sie ins Tor. Louis Spitzner macht das 0:1 in der 15. Spielminute und bringt die Kassel Huskies in Front. Ja, hier sehen wir es. Alroth geht nach vorne. 2 gegen 1. Verpasst er den Abschluss zunächst und dann ist Alroth noch im Weg und Spitzner im kurzen Eck. ISK eher suboptimal gelöst. Man sieht es hier hinten. Ja, Philipp Bidul verliert seinen Gegenspieler und dann hat Spitzner Platz. Und Betterhahn mit dem Schuss und die Scheibe bleibt dann liegen vor Fiesinger. Und der ist dann chancenlos beim Abschluss der Huskies. Und wieder ist es Louis Spitzner, der in seinem zweiten Spiel mit einem Doppelpack loslegt. Ja, man sieht, die Scheibe bleibt da am Schlittschuh liegen. Spitzner mit der Rückhand, eiskalt. Jetzt ihn nicht zweimal bitten. Verwandelt zum 2:0. Und Blomqvist mit dem Schuss wieder blockt. Diesmal war es Lowry. Schnell gespielt, Pfosten. Fiesinger kann nicht eingreifen. Scheibe steht da. Deswegen kein gezielter Abschluss von Ryan Olsen. Ja, Bidul ohne Schläger. Ist da an McAuli dran. Und dann kommt der Schuss ans Gestänge von Yannick Valenti. Olsen. Schwarz. Und das 3:0. Rylan Schwarz in Spielminute 16. Bringt er seine Huskies mit 3 Toren in Führung. Ja, hier gut ausgespielt. Schwarz keine Gegenspieler. Fiesinger kann auch nicht mehr entscheidend eingreifen. Und die Huskies weiterhin eiskalt. Wiederum ein bisschen eingeladen vom ESVK. Und zweites Playoff-Tor von Rylan Schwarz. Und jetzt steht es 3:0. Und jetzt ist es schon auch einigermaßen deutlich. Scheibe geht wieder vors Tor und dann Fiesinger in höchster Not gegen Brune. Alex Thiel, Scheibe in Richtung Tor und dann retten die Huskies auf der Linie quasi. Und ja, die Scheibe ist im Tor. Yannick Valenti macht es direkt und erhöht in Minute 29 auf 4:0 für die Huskies. Kompromisslos, wie man ihn kennt. Scheibe schlägt im langen Eck ein, aufgelegt von Max Faber. 6. Playoff-Tor von Yannick Valenti. Ja, sieht man es, gute Schusskontrolle. Zielt genau, wo die Scheibe. Der Haar findet Alroth allein vor dem Tor. Wieder fehlt die Zuordnung beim ESVK. Alex Thiel vor das Tor gespielt und dann geht die Scheibe ans Außennetz. Blomqvist, Lachs und eine gute Position und die Scheibe ist im Tor. 1:4 durch Jere Laaksonen in Spielminute 50. Ja, Sami Blomqvist bekommt den Pass von Simon Schitz. Zuordnung fehlt kurz. Laaksonen probiert es einfach mal mit seinem 5. Playoff-Treffer. Verkürzt auf 1:4.
Schreibe Pass genau ins Eck. Maxwell schaffen los. Er bewegt sich da gut raus. Klasse Save von Fiesinger. Und nochmal Fiesinger gegen Keusen. Alle Zuschauer haben sich von den Rängen erhoben. Feuern ihren ESVK an. Da Maxwell mit einer kleinen Unsicherheit. Und damit endet das Spiel mit 1:4. Die Huskies gehen in der Serie mit 3:1 in Führung.